So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Ara History Untold. Nkono sagt gerade, der Wuselfaktor ist auf jeden Fall gegeben. Das stimmt. Obwohl man mit den Personen selber nicht direkt interagiert, fühlt es sich trotzdem an, als ob die eigenen Untertanen an der Stadt teilhaben. Nicht, sie laufen rum, erleben Sachen. Ich glaube, man kann auch, wenn man einzelne verfolgt, kleine Geschichten erleben. Guck mal, da läuft zum Beispiel ein Wiesel und er piekst es in den Popo. Geh weg. Ich dachte, sie tritt ihn, aber sie tanzt. Da ist irgendein Hund. Da rennt... Hier, oh, guck mal. Ihr Hund ist weggelaufen. Tja. Auf jeden Fall niedlich gemacht, nicht? Dafür, dass es eigentlich nichts zu tun hat und mit dem Spiel eigentlich im Sinne, ja, voranbringt, ist es eine, ich finde, für ein Aufbauspiel in eine Abstraktionsweise von einem Civilization schon sehr geil detailliert. Und das fehlt mir zum Beispiel bei Frostpunk 2, nicht wahr? Da hast du diesen Wuselfaktor nicht, indem du da ranzoomst, da bist du in der Zoom-Stufe in Frostpunk 2 und kannst dann in irgendeinen komischen Zoom-Modus gehen. Das ist dann auch schon alles. Aber was ist denn das hier schon wieder? Irgendein Forschungsbonus oder sowas? Finde ich irgendwie cool, aber ich weiß nicht, was es ist und wo es herkommt. Wäre irgendwie cool, wenn das erklärt worden wäre. Weil hier habe ich ja auch irgendeinen Effekt gehabt. So ein bunten Schleier. Was hat denn die Stadt? Hat die auch was? Auch bunten Schleier. Sieht cool aus. Macht auf jeden Fall was her. Das goldene Zeitalter beginnt mal wieder. Wir kriegen noch mehr Prestige. Festmahl ist hergestellt. Arzneien sind hergestellt. Forschung ist in nächster Runde abgeschlossen. Super. Nochmal 6 Prestige rauf. Und dadurch, dass wir ein goldenes Zeitalter haben, sogar 12. Wir können jetzt Legionen aufstellen. Schildwalle, Phalanxen können wir machen. Die Festung, die Stadtmauern, die Katapulte, Bogenschützen. Die hatten wir aber auch vorher, aber jetzt können wir bessere herstellen. Die Bewässerung finde ich auf jeden Fall wichtig. Auf die gehe ich noch ein. Und du kümmerst dich um den Wolf. Und du guckst noch, dass du hier ein bisschen erkundest. Der Hof ist abgeschlossen. Der stellt jetzt hier Getreide. Sehr gut. Und Neutopia hat immer noch ein Problem mit Vermögen. Aber hier gibt es auch nichts, was Vermögen generieren würde in der Nähe. Können wir höchstens übers Gasthaus lösen. Vielleicht wäre das eine gute Idee oder eine Münzprägung. Wo ist denn das? Hier, Münzprägeanstalt. 15 Wohlstand nur. Also die gibt hier drauf. Aber die gibt kein Geld. Direkt. Die hat laufende Kosten. Na, dann nehmen wir den Gasthof. Wo ist denn der? Stadtmauern, auch wichtig. Was war bei Frostpunk ein schöner, sagt Nkono. Die Visualisierung von den Menschenströmen mit den Lichtern ist etwas schade. Ja, das sieht immer aus, als ob da irgendwie ein Auto nachts fährt mit hoher Belichtungsaufnahme bei Frostpunk 2. Fand ich auch irgendwie nicht ganz so passend. Genau wie ich es nicht so passend finde, dass das Gasthaus nicht hier ist. Werkstatt, Weber, Steingrube, Stadtmauern, Schmied, Sägewerk, Metzgerei, Keramikladen, Kaserne, Jagdlager, Hof, Handelsposten, Gärgrube, Drogerie, Docks, Bäckerei. Kann sein, dass die einen Handelsposten brauchen, damit ich dann einen Gasthof herstellen kann. Oder ich brauche die Docks für einen Gasthof. Oh, ich weiß nicht, was die Voraussetzung ist. Gast. Ja, das können die hier nicht bauen. Bäckerei. Ich meine, die haben Getreide. Bei dem würde eine Bäckerei sich schon lohnen. Dann hätten wir Brot fürs Gasthaus. Komm, das machen wir. Und ich finde das cool. Du kannst dich hier zum Beispiel komplett auf Brot oder sowas konzentrieren, nicht? Du kannst hier gezielt sagen, ich hole mir nur die Ressourcen hier mit Getreide.
die da zum Beispiel, gehst da direkt ran mit den Städten, baust da Höfe, dann baust du nur Brotmanufakturen, pusht deine Städte damit und dann verkaufst du das restliche Brot an Nationen, die das nicht haben zum Beispiel. So kann man auch vorgehen. Also es gibt hier, glaube ich, verschiedenste Taktiken. Ich bin lieber so einer, der alles für sich behält und das eigene Land vorantreibt. Ich meine, abgesehen davon, dass wir wirklich bisher komplett alleine sind hier auf der Karte. So, und hier ist auch Ende. Das heißt, höchstens hier oben könnte noch einer sein. Und selbst wenn da einer ist, haben wir unsere Städte, glaube ich, gut platziert auf dem Kontinent. Und Helene kann nicht schlafen. Sie lurkt noch ein bisschen. Das finde ich schön. Dann lurke noch ein bisschen. Werd müde dadurch. Meine monotone Stimme wird ihr Übriges tun, dich in den Schlaf zu wiegeln. Und die Stadt hat ein Problem mit Wachstum. Okay. Dann bauen wir hier auch noch einen Hof. Vielleicht bei den Pferden. Aber es bringt nur Pferde, nicht? Ja, habt ihr noch ein Nahrungsfeld? Nee. Ja, wir bauen mal nochmal. Erstmal die Pferde, dass wir das haben. Klar habe ich Verständnis dafür. Gerade wenn man aufgeregt ist, weil man zum Beispiel eine Reise macht. Da können viele nicht schlafen, auf jeden Fall. Ja, der Hof ist fertig. Das wissen wir. Das wissen wir und das wissen wir. Die meisten Sachen werde ich jetzt mal einfach wegklicken, die nicht mehr relevant sind, nicht? Aber sowas wie die Forschung der Bewässerung. Blumenfelder können wir bauen. Blumen können wir anbauen. Die hängenden Gärten können wir bauen. Bewässerten Bauernhof, das heißt, wir können unsere Bauernhöfe verbessern. Wasserbrunnen können wir bauen. Gibt Stadtgesundheit und Ernte auf Höfen deren Upgrades in der Region. Lohnt sich also... wenn man auch so, das habe ich jetzt in dieser Runde komplett vergessen, wenn man Regionen so vorplant, dass man zum Beispiel 3 Bauernhöfe hat und einen Brunnen oder einen Kornspeicher, nicht? Dann kriegen die passive Erträge noch dazu. Oder ein Wasserbrunnen und ein Kornspeicher. 50% der Nahrungserträge der Region werden auf die Ernteproduktion von jedem Hof in dieser Region angerechnet. Das heißt, wenn man jetzt ein 6er oder 7er Ding hat, ist es natürlich super mit 4 Höfen, einem Kornspeicher und einem Wasserbrunnen. Wasser bringt 100% Ernte, das heißt, die 4 Bauernhöfe bringen 100% mehr, also wie 8 Bauernhöfe. Und der Kornspeicher reduziert nochmal die Nahrung und erhöht den Ernteertrag um 50%, also auch nochmal um X. Das heißt, die 4 Bauernhöfe können so viel machen wie 3 Regionen mit Bauernhöfen voll, wenn man die Erweiterung baut. Und deswegen finde ich in dem Spiel so cool, dass die Erweiterungen auch sich wirklich anfühlen, als ob sie sinnvoll sind und einem helfen. Ja, also. Was erforschen wir jetzt noch? Die Denkmalgebäude, Textilien. Zack, gibt immer ein Prestige. Und hier können wir unsere Stadt auch erweitern. Das hilft auf jeden Fall auch wieder Nahrung zu kriegen. Oh, hier gibt es auch viel. Hier gibt es auch nochmal Wein. Dann könnten wir die ganze Dings mit Wein. Eigentlich wollten wir aber auf Holz gehen, aber wir haben genug Holz. Wir haben ein Nahrungsproblem. Dann gehe ich mal jetzt hier rauf. Wir wollen ja eh den Berg ein bisschen abschließen. Wisst ihr, was das Schlimmste ist heute? Ich weiß jetzt schon, dass ich gleich Schluss machen muss, nicht? Um 22.30 Uhr. Aber ich will nicht. Ich würde das Spiel gerne stunden- und tagelang durchziehen. Und wer mich dabei unterstützen will, würde mich auf jeden Fall freuen über ein Subscribe. 988, sehr stark. Mehr als ich erwartet hatte bei dem Spiel. Die 1000 nicht, aber 986 sind auf jeden Fall super, super stark. Ich kann das echt nicht unterscheiden. Freut mich auf jeden Fall, dass es ein bisschen Anklang findet. Und dass natürlich ein paar aus der Crew wie Helena, Kono und wahrscheinlich auch Anime-Katze im Hintergrund da sind und Support leisten, indem sie zugucken. Untätig. Bäckerei. Wir können nichts herstellen in der Bäckerei.
Weil wir haben Brot nicht gelernt, nicht? Scheiße, ich habe zwar die Bäckerei, aber ich habe das Brot nicht gelernt. Haha, das heißt, die hilft mir aktuell gar nichts. Okay, das war ein Fail. Ah, gut. So, besiegt mal das noch. Du erkundest mal noch die Ecke da. Oh, hier. Eisenvorkommen. Ah, das bräuchten wir. Ich glaube, hier unten gründe ich noch eine Stadt. Dann geht die hier nach oben. Und die hier macht das hier. Oder wir machen hier noch eine direkt hin. Das wäre eigentlich auch nicht schlecht. Da würde es Edelsteine, Tee geben. Nahrung gibt es hier auch wie Sand am Meer. Hier wäre ein guter Standort. Ne, hier. Der Standort wäre optimal. Schön langgezogen. Ja, den mag ich. Das heißt, die nächste Stadt, die frei wird, kann vielleicht ein Händler, ein Dings herstellen. Stoffe haben wir endlich fertiggestellt. Die hier. Sie hat immer noch negative Nahrung. Egal. Du stellst jetzt mal hier einen Siedler her. Dauert 4 Runden. Die Stadt ist auch untätig. Ja gut, die hat die Bäckerei gebaut, die unsinnig war. Wachstum. Die kann nur noch 4 von 5 aufnehmen. Die braucht Wohnungen. Deswegen spendieren wir der mal ein paar Wohnungen, bevor die voll läuft. Und danach kriegst du Bauernhöfe hier hinten drauf. Achso, das ist nur das, was abgeschlossen ist. Und ein neues Vorbild ist verfügbar. Guckt mal an. Skopas Zarathustra, Markus Likinkus Krakus. Krassus. Na. Ja. Okay. 5 Vermögen pro Zug in der Stadt. Gut, die ersten beiden Slots sind ja voll bei uns. Das heißt, er könnte Auslandsberater, haben wir nur noch frei. Oder Kulturberater. 10% Bauproduktion für Religionsverbesserung, für Kulturverbesserung. Streitkraft, 1 Prestige, 10 Religionsverbreitungskraft in der Stadt. Oh. Dann würde ich sagen, Zarathustra. Und den setzen wir ein, um Musikstücke herzustellen. Oder er Skopas. Er war Bildhauer und der war Prophet und religiöse Anführer und galt als erster Philosoph. Ja, dann nehmen wir den ersten Philosophen und sagen, er darf herstellen. Ah, wir könnten mehrere Sachen herstellen. Wir könnten sogar hier in Mailand Bücher herstellen, Meisterwerke. Dann nehmen wir mal das. Dann erstellt er jetzt ein Meisterwerk für uns. Ich bin gespannt. Metallwerkzeuge wurden gefertigt. Auch immer wichtig. Und ja, dann heil du dich mal und dann tötest du hier nach und nach die restlichen wilden Tiere. Hier haben wir echt ein Problem mit den Tigern. Und Denkmalgebäude, 8 Prestige nochmal dazu bekommen. Monumente können wir bauen. Dann jetzt noch die Textilien für 8 Prestige. Okay, er hat echt viel Leben verloren. Er heilt sich jetzt mal. Du bist geheilt. Dann auf und greif die an. Ein Spezialist ist verfügbar. Und zwar Stadtgründen. Ja, jetzt ist die Frage hier unten oder da oben. Was sagt denn der Chat? 1, 2 oder 3? Ich finde hier eigentlich am attraktivsten, damit wir unsere Hauptstadt eher einkesseln. Oder hier unten halt. Damit wir hier, aber da müssten wir mal rüber. Vielleicht brauchen wir noch einen Speer, nicht wahr? Hier unten wäre halt Nahrung und wir haben eher Nahrungsprobleme. Ist aber auch weiter von der Hauptstadt entfernt, was teurer ist. Nee, komm, wir gehen hier hoch. Zu diesem Feld, wo wir hin wollten. So. Und der kann jetzt unendliche
Metalldinger, die wir auch schon kriegen, herstellen. Könnten wir mit Kupfer, mit Eisen oder mit anderen Sachen beschleunigen, aber wir haben keinen Abbau davon. Das bedeutet, das dauert 30 Runden, hier dauert das 5 Runden, aber wir kriegen jetzt ordentlich Metallbahnen rein. Die sammeln sich hier an. Da haben wir schon 7 Stück. Bedeutet aber auch, und jetzt geht so das Mikromanagement los, ich stelle hier Werkzeuge her und die Werkzeuge kann ich mit den Metallbahnen zum Beispiel verstärken. Weil die laufen sehr schnell leer dadurch. Nicht? Ich habe nur 7 und stelle alle 30 Runden quasi einen her. Und er braucht alle 1 Runden ein. Das ist also viel zu schnell. Da müssen wir warten, bis wir andere Sachen herstellen, die länger dauern. Schmied war fertig. Bla bla. Okay. Du brauchst auf jeden Fall einen Hof. Welche Region hat hier? Die hat noch gut Nahrung. Dann kriegst du jetzt hier noch einen Hof rein. Dann kriegst du nämlich mehr Nahrung und dann hat die Stadt wieder Wachstum. Die Stadt hat auch nichts zu tun. Dann kriegt die einen bewässerten Bauernhof. Der kostet uns nämlich genau diese Metallwerkzeuge. Den würde ich aber direkt einsetzen. Ach nee, wir haben uns das nicht geholt. Ah, das ist schlecht. Dann holen wir uns das nicht, sondern bauen hier... Kornspeicher, nee, Monument, Sägewerk. Oh, Steingruben. Genau, die bauen wir hier hin. Das gibt ordentlich was. Achso, das sind nur... Da kriege ich immer rauf. Was das Erste ist, nicht? Dabei ist es unsinnig, diese Herstellungssachen. So, Wohnungen sind abgeschlossen. Das heißt, die können jetzt 10 Leute aufnehmen in der Stadt. Sehr schön. Und wir können ein neues Projekt wählen. Und bei denen können wir das machen mit dem erweiterten, bewässerten Bauernhof. Und dann nehmen wir... Ich würde sagen, die Schweine. Wobei die Kühe auch noch Milch geben würden. So, wird gebaut. Gut. Du bist wieder geheilt. Dann schnapp dir bitte das Ding da. Du hast ein Bevölkerungslimit erreicht. Ja, aber du kannst auch einen neuen Ort nehmen. Und hier wäre Weihrauch. Auch nicht schlecht. Aber wir haben gemerkt, wir brauchen die Nahrung. Deswegen gehen wir mal darauf. Region beansprucht. Lager entdeckt. Ja gut, du kämpfst da erstmal. Die Verbesserung ist abgeschlossen. Heißt, Mailand ist auch wieder im Plus mit Nahrung. Wächst also wieder. Die Stadt ist untätig. Was können wir der Stadt noch Gutes tun? Die bräuchten eigentlich eine Gärgrube. Zack, damit wir den Wein vergären können, nicht wahr? Und die Textilien haben wir auch abgeschlossen. Dann erforschen wir auch noch die Navigation, auch wenn die an sich nichts bringt. Stadtrang erhöht. Okay, wir haben noch einen Experten, den wir einsetzen können. Hier würden wir 5 Gold bekommen. Ja. Hier verstehe ich immer noch nicht, warum wir plus 5 Vermögen bekommen würden, aber Ertrag um 5 sinken würde. Stadtsicherheit. Was haben wir hier? Ein Nahrung, dafür aber ein Gold weniger. Ein Nahrung, aber dafür ein Gold weniger, aber ein Holz mehr. Okay, muss man ja auch immer so sehen. 5 Stadtwohlstand beim Weber und schnellere Produktion. Okay. Ich glaube, dem würde ich dem Wein-Ding am liebsten zuweisen. Woanders kann ich ihn ja nicht zuweisen. Ja, den heben wir uns mal auf und dann kommt er zum Wein. So, die Stadt ist wieder untätig.
Was wollten wir hier machen? Achso, die braucht unbedingt. Sonst wächst sie nicht weiter. Die Wohnungen. Genau. Zack. Die kriegt die Wohnungen. Du bist gewachsen. Wir wollen die Stadt ja hier unten noch eine machen. Das heißt, in die Richtung gehen wir nicht weiter. Aber das holen wir uns noch. So. Nicht? Dann hat die... Die könnte hier eher auf Weberei und Schafe sogar gehen. Weil die hat zwei Schafe. Da kriegen wir dann gut Wolle raus jetzt. Und Baumwolle hat sie auch noch. Okay. Das wird unsere Wollproduktion statt. Ein bisschen mit. Okay, du musst dich heilen. Du hast die Steingrube abgeschlossen. Jetzt haben wir 26 Materialien auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Du heilst dich. Und der Siedler ist angekommen. Gucken wir mal. Die Zone hat gar kein gutes Ding, nicht? Die hat nur zwei Felder. Deswegen ist die nicht gut. Die hier wäre besser. Die hier wäre gut, glaube ich. Die wäre genau in der Ecke. Da könnten wir uns eher ausbreiten, ja. Hier vorne wäre auch blöd und ganz vorne ist eigentlich auch doof. Dann ansiedeln. Achso, das war nur die Herstellung. Herstellung, Herstellung und Steingrube. Zack. Goldenes Zeitalter ist vorbei. Oh no. Die Region gehört jetzt uns. Sehr gut. Wo sind denn die Regionslinien? Habe ich die ausgeblendet? Ups. Ich habe die Grenzen die ganze Zeit ausgeblendet. Ist mir gar nicht aufgefallen bis eben. Und du heizt dich noch. Okay. Ah. Auge juckt. Wir können nochmal gucken. Prestige, Platzierung. Oh ja, er holt aber auf. Nur noch 300 Punkte Abstand. Aber die beiden da unten... Oh, mit 1000 fliegt man raus. Das ist gar nicht so der große Unterschied zwischen denen. Jetzt können wir hier mal in die Statistiken auch reingucken. Jetzt macht das langsam auch mal Sinn, nicht? Zufriedenheit, Gesundheit, Wissen ist bei uns natürlich riesig. Wohlstand ist mäßig. Da müssen wir dran arbeiten, indem wir mehr Händler bauen. Und hier sehen wir auch nochmal, wo wir unsere Punkte aktuell lassen. Wir sind Industrienation. Lustigerweise. Industrie und Regierung. Ein bisschen Kultur und Wissenschaft. Religion gar nicht, obwohl ich überall Religionssachen gebaut habe, nicht wahr? Bedeutet, ja, deswegen kriegen wir auch keine neuen Verse. Unsere Leute sind nicht wirklich religiös. Aber Industrie scheint bei ihnen groß im Kurs zu sein. Technologien, Produktionsstätten, 370 geben uns die an Punkten. Gebaute Verbesserungen. Stadtwerte, Prestige mit der Zeit, Stonehenge, buff. Auf jeden Fall ein gutes Ding. Gefällt mir. Ich mag Statistiken, nicht wahr? Gärgrube ist abgeschlossen. Oh ja. Die Gärgrube könnte jetzt Wein herstellen. Und da können wir die Trauben einsetzen. Und Keramiktöpfe, aber die stellen wir nirgendwo her. Das heißt, wir bräuchten noch einen Keramikfertiger. Dann könnten wir schneller als in 6 Runden Wein herstellen. Finde ich aber gut. Und jetzt kriegst du noch einen Bonus. Hoffe ich. Naja, nur 150% auf Produktion. Ich dachte, das gibt noch was anderes. Der hier gibt immer noch hier ist er doch. Der gibt nämlich noch Zufriedenheit. Wollte ich doch sagen. Richtig. Der gibt nämlich Zufriedenheit noch für die Stadt drauf. Dann ist die Stadt auf 90% zufrieden. Und jetzt dauert es nur 4 Runden, bis wir einen Wein kriegen.
Das heißt, wir können hier dann auch noch Wein auswählen. Von den Dingern habe ich irgendwie diesmal echt wenig von diesen Annehmlichkeiten. Sonst habe ich die echt in Massen. Aber dadurch, dass ich sowas wie Brot und Gerste am Anfang geskippt habe, konnte ich kaum was herstellen. So, nächste Stadt gegründet. Achso, das war die Gerdings. Und das war die Stadt. Okay. Stadt ist untätig. Das ist diese Stadt. Die hat schon wieder ein Nahrungsproblem. Ja, wir brauchen da auf jeden Fall gute Regionen für die, wo die sich erweitern kann. Und das könnten wir bauen. Das erhöht die Anzahl der Städte, die du bauen kannst, um 1, sowie den Wohnraum der Stadt. Aber das würde ich nicht hier bauen. Noch ein Speer, ein Bogenschütze, eine Trieme. Ah, brauche ich nicht. Dem Weber, dem Wasserbrunnen. Oh, das wäre vielleicht gut. Aber ich habe... Ah, shit. Ich kann den nicht da hinbauen. Hier wäre halt gut, wo die Höfe sind. Hier wäre nur ein Hof. Vielleicht machen wir das zu so einem Nahrungsmittellieferanten hier. Für die Hauptstadt. Das Feld. Ich meine, der Brunnen hier wäre schon interessant für das Ding. Aber auch nicht so im Endeffekt das Richtige. Wir können Stadtmauern bauen. Das ist, glaube ich, noch okay. Und das finde ich ein bisschen schade. Die Stadtmauern bauen sich halt um dieses eine Feld herum. Und da, wenn da ein Bauernhof mit drin ist, finde ich das irgendwie so semi-geil. Aber ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache. So, die neue Stadt. Was kriegt die denn? Die in anderen habe ich alle sofort den Altar verpasst, nicht wahr? Dann kriegt auch die hier den Altar. Und die kriegt ein Festmahl auf jeden Fall, damit sie wächst. Und Forschung abgeschlossen. Der Leuchtturm. Und damit können wir in die nächste Ära aufsteigen. Zu den Seefahrenden. Wunderbar. Okay, das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Die Einheit ist untätig. Okay, dann kannst du noch den Crate da nehmen. Er hat einen Flug gesammelt. Guck einer an. Wässern kann er immer noch nicht. Dann jetzt den Tiger oder was auch immer da oben ist, beseitigen. Wir haben das Projekt Wohnungen abgeschlossen. Die Stadt kann wieder wachsen. Sehr gut. Das heißt, die braucht irgendwas Neues. Dann würde ich sagen, kriegt der hier Monument, Stadtwohlstand und Prestige pro Runde. Auch nicht schlecht. Stadtmauern, Wasserbrunnen. Aber wir haben hier noch gar keine... Bei der haben wir gar keine Nahrung bisher. Nur passiv, nicht? Durch die Werte. Interessant. Wo ist denn der Hof? Da, Hof. Dann, ja. Holen wir uns die Ressourcen. Oh, du bist fertig. Dann beseitige mal den. Der ist nicht so anstrengend. Gefahr 4. Naja, doch. Oh, warte mal. Du bist doch noch nicht voll geheilt. Oh, ich hab's fast übersehen. Stadtrang hat sich erhöht. Sehr gut. Oh, Elefanten und Lamas. Oh, und hier. Das ist aber das gute Feld, was wir unbedingt wollten für die Stadt. So, 4 Nahrung plus Schafe, Kühe und Füchse. Ja. Sehr stark. Ein Wein gefertigt. Unser erster Wein ist da. Und dann können wir den zum Beispiel hier einsetzen. Oh, würde Stadt Wissen aber senken, aber Zufriedenheit stärken und Wohlstand. Ah, nee, ist für die Stadt das Falsche. Die sind alle zufrieden. Eigentlich brauche ich keinen Wein. Ich könnte den Wein verkaufen. Aber Wein ist gut, wenn man mal eine Phase hat, wo die Stadt nicht zufrieden ist, um ihn dann einzusetzen.
Apropos nicht zufrieden, erst 9 Likes heute. Top. Ich richte auch die Kamera nochmal neu ein. Da muss doch was gehen, oder? Nächster Zug. Gut gemacht. Wir haben als erste Nation die Antike erreicht. Die Antike. Guckt mal an. Wir sind Seefahren. 25 Prestige. Jetzt kann unser Typ auch übersetzen. Wir können Seide, Safran, Vanilleschoten abbauen. Gesalzenen Fisch herstellen. Fischernetze und Fisch können wir machen. Und willkommen im Zeitalter Antike. In dieser Ära bekommt es zu explosiven Fortschritten im Bereich der Aufklärung und Philosophie, Schrift und Kommunikation, was zu Innovationen in der Mathematik, der Philosophie und der Technik führt. Die Folge sind revolutionäre Entwicklungen in der Wissenschaft und im allgemeinen Kenntnisstand, was der Menschheit große Sprünge in Staatsführung, Industrie und Religion ermöglicht. Die Ära markiert auch das Ende des ersten Aktes und den Übergang zum zweiten Akt sowie dem frühen Mittelalter. Am Ende dieser Ära werden die Nationen, die mit dem geringsten Prestige sind, verschwinden und die Welt wird näher zusammenrücken. Darauf solltest du vorbereitet sein. Okay, was kriegen wir denn? Ingenieurwesen. Oha, Zahnräder. Beton. Amphitheater von El-Jem. Silikate. Okay. Was haben wir noch? Altar. Oh, die Republik. Oh, sehr stark. Der Tempel von Bel. Brot. Jetzt kriegen wir das Brot. Dann können wir die Bäckerei endlich einsetzen, nicht? Also, das ist halt das Coole in dem Spiel. Nur weil man eine Technologie irgendwann mal nicht nimmt, heißt das nicht, dass man sie nie wieder kriegt. Nicht? Man kriegt eigentlich irgendwann alles. Außer du lässt wieder die Malung aus. Dann kriegst du natürlich das Brot nie. Aber dann nimmst du es aktiv nie. Nicht wahr? Aber auch hier die Mühle gibt ein durchaus riesiges Upgrade. Ein zusätzliches Nahrung von allen Höfen und deren Upgrades. Und nicht nur in der Region, sondern von allen in der Stadt. Das ist richtig fett. Also die Malung ist das erste, was ich nehme, nicht wahr? Zitadelle, Elite-Training, Papier, Algebra, Kerzen. Kerzen auch sehr stark. Stipendien, Bücher, auch eine wichtige Ressource. Hier unten Imperium. Das ist doch was für mich. Jawohl. Richtige Stadtzentren können wir dann bauen. Aussenden von Schiffen. Du kannst deines technologischen Fortschritt kleine Küstenschiffe bauen und deine Einheiten können über begrenzten Umfang Seereien durchführen. Bewege deine Streitkräfte oder einen Spezialisten im Wasser, um ihn einzuschiffen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass seine Fähigkeit auf See zu interagieren begrenzt sein kann. Okay. Okay, lustigerweise, denen ist immer noch egal. Wir sollen immer noch einen Speerkämpfer haben. Philosophie würde 100 Dings geben. Boah, das ist natürlich alles heftig hier. Malung natürlich auch, aber 100, ein 100er Ding kann ich nicht liegen lassen. Das nehmen wir natürlich. Das dürfte auf 200 enden, weil wir im goldenen Zeitalter noch sind. Boah. Okay. Ja, man kann so ein bisschen tricksen in dem Spiel. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Zack, ab in die Antike. Jäger ist verwundet. Oh no. Trotzdem greif an. Ist mir doch egal. So, du bist geheilt. Jetzt kannst du angreifen. Sehr gut. Einheit ist untätig. Ja, die Einheit ist aber auch verletzt. Und hier unten haben wir alle wilden Tiere schon weggereinigt. Dann kommt jetzt der Wolf. Und dann geht er hier oben mal weiter erkunden. Was haben wir hier? Bauernhof ist abgeschlossen. Hier stellen wir jetzt Schweine her. Sehr gut. Wir haben noch einen Wein hergestellt. Und die Stadtmauern sind fertig. Wunderbar, oder? Guckt es euch an. Mit Stadttoren und allem. Jetzt sind wir sicher. Ist das kleine Haus noch da? Nee, das kleine Haus. Doch, da ist es. Ist ein bisschen größer geworden, nicht? Oder hat sich verändert? Ja, hat sich definitiv verändert, die Ecke hier. Und guck mal, hier sind schon richtige Lagerhallen in der Stadt entstanden.
Und hier richtige Ziegeldächer schon. Oh, hier wohnen die Reichen und schön. Guckt mal, hier an der Prestigestraße. Schön mit Fahnen und allem. Mhm, mhm. Und hier bei Stonehenge, was ist hier so los? Die feiern Tag und Nacht nur Party, die Leute. So, die Stadt ist untätig. Was spendieren wir der denn jetzt? Ich meine, die braucht Nahrung weiterhin. Und hier sieht man auch das Limit übrigens. Man kann nicht unendlich viele Sachen pro Stadt bauen übrigens. Ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Das heißt, man muss den Kornspeicher und Co. auch clever wählen. Aber wir brauchen noch hier für Keramiksachen. Dann bauen wir jetzt hier einen Keramikladen erstmal. Und für Stadtwachstum, wir könnten ja auch... Ah, wir haben nichts, was wir sonst... Ah, sonst habe ich Brot auf Vorrat, um das Stadtwachstum zu pushen hier. So, die Stadt hat ihr Schwein bekommen. Die hat ein Problem mit Geld. Aber bei dem, was bringt denn mir das Blumenfeld? Prestige und Stadtzufriedenheit. Okay, nee, das brauche ich nicht. Dann bauen wir hier erstmal, dass wir mehr Wein global kriegen. Dann bauen wir hier zwei Bauernhöfe und dann kommt hier ein Brunnen hin. Dann hat die Stadt auf jeden Fall erstmal lange genug Nahrung. Jäger ist verwundet. Na komm, rauf da. Kriegst du hin. Keramikladen. Handwerkliche Produktion auf Keramiklehnen und deren Upgrades. Leuchtturm, Metzgerei. Die haben ja Schweine, nicht? Okay, die kriegen erstmal den Hof. Um Schweine und Schafe. Und ich glaube, wir brauchen auch noch einen Speer. Du hast dich verletzt. Hof ist abgeschlossen. Keramik, wunderbar. Können wir mit Materialien beschleunigen? Haben wir eigentlich genug? Würde ich mal raufgehen. Bildhauermaterial, nee. Und das heißt, 3 Töpfe pro Runde. Und jetzt können wir auf den Weinhersteller gehen. Und der braucht jetzt 1 Topf pro Runde. Also wir kriegen 3 Töpfe pro Runde und der verbraucht leider 1 Topf pro Runde. Das geht also nicht gut. Ich glaube, zeigt er auch an, nicht? Wenn ich hier raufgehe. In 3 Runden erschöpft er. Und hier sagt er mir, niemals erschöpft, nicht? Weil es halt reicht. Na. Produktion, ah, da steht sogar. Produktion pro Zug 1,2. Verbrauch pro Zug 1. Nicht? Und dann passt das natürlich. Finde ich gut gemacht. Muss man aber einen Blick drauf haben. Oh, du bist untätig. Du darfst dich wieder heilen. Nee, ich hatte ich doch schon. Noch eine Stadt ist untätig. Die hier auch. Habe ich dir nicht gerade... Achso, das hat nur eine Runde gedauert. Boah. Hier ist echt schnell geworden. Dann kriegt die hier ein Monument oder sowas. Hier hinten... Ja, das Problem ist, die Stadt wächst gerade nicht. Und dadurch kriege ich keine neue Region. Und weil ich keine neue Region kriege, kann ich nicht mehr Nahrung bauen. Das heißt, ich muss jetzt den Hof hier hinten hinsetzen. Passt ja auch in die Ecke, nicht? Und dann kommt hier der Brunnen hin, dann haben wir wenigstens so ein bisschen was. Im Bonus. So, du heizt auch noch. Annehmlichkeiten, Fertigung, Streitkräfte geheilt. So, wieder die Übersicht. Wir haben deutlichen Punktvorsprung. Immer noch 350 Punkte in etwa. Da mache ich mir eigentlich wenig Sorgen. Und die Stadt kann einen neuen Anspruch erheben. Die andere Stadt ist hier, nicht wahr? Und die andere ist dort. Das heißt, eher nach rechts zum Wasser wollen wir. Ah, dann nehmen wir hier ein bisschen Holz mit.
Dann haben wir auch Elefanten und Lamas. Auch sehr geil. So, die Stadt ist untätig. Du kriegst jetzt... in dieser Region nur... Lohnt sich das? Die ist ja jetzt im Plus, die wächst ja wieder. Ich würde das wirklich mir aufheben. Genau wie den Kornspeicher. Keramikladen, man kann ja auch zwei bauen in der Stadt, aber brauche ich jetzt nicht. Jagdlager geht nicht. Gärgrube haben wir, Drogerie haben wir. Könnten ein Blumenfeld noch bauen. Vielleicht hier hinten. So für die Reisenden, nicht? Ein bisschen Tourismus fördern oder sowas. Und die Stadt kriegt auch noch irgendwas. Die hat doch... Die hat... Was wird hier produziert? Wolle. Ich kann auch Schafe produzieren und Kühe. Oh, wartet mal. Ich glaube, das Ding muss ich einstellen, weil sonst kann unsere Fleischerei nichts herstellen. Am Ende. Achso. Ach, ich habe noch gar keine Höfe da drauf gesetzt. Nur da. Alles gut. Ach, das gibt passiv. Oh, das gibt passiv. Was ist denn das hier? Wolle? Warum geben eigentlich... Das ist eine Ziege und keine Kuh. Ich wollte gerade sagen, warum geben denn Kühe Wolle? Mann. Na gut. Letzte Runde. Die Stadt ist untätig. Sie wächst nochmal. Oha. Ich würde sagen, das ist ein guter Zeitpunkt, um einen kleinen Cliffhanger zu machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und tschüss.